25 CapEx, oder? Und sollte sie ausgehen, oder? Nicht ganz, aber was bleibt uns übrig? Dann, und eins kauft man mit dem Geld oder so irgendwie, habe ich mir das durchgerechnet. Jetzt ist es aus. Habe ich richtig gerechnet? 19,44, bleiben 100 übrig. Also Leute, was sagt's? Sollen wir es aufmachen? Ich bin schon wieder herausgetappt. Die seltenen Goldbags, oder? Aber da muss jetzt wirklich was drinnen sein, wenn der Muffin mir da so groß ankündigt alles. Kommt's. Irgendwas Gutes wollen wir, irgendwas Gutes, oder? Ich würde sagen, wir fangen an. Schauen wir, ob der Muffin noch da ist. Wow. Passt. Und mach mal auf. Nehmen wir ihn vor. Ah, ich mach nicht mal. Oh Gott, im ersten Pack! Na, Matuidi! Seit wann ist ein 85er Walkout? Troll! Leute! Ich meine, er ist nicht schlecht. Aber 85er, seit wann sind 85er Walkouts? Habe ich nicht gewusst. Na, nehmen wir. Okay, 60k, nehmen wir. Ja, Bari, ja, ich hab schon das zweite Mal gezogen. Ja, passt. Matuidi. Okay? Ihr wirklich glaubt, das ist kein Day, ja? Alter Schwede. Ja, besser geht, glaube ich, nicht mehr. Aber ich mache Matuidi auch zum zweiten Mal auf. Ist kein Walkout. Es ist ein Leinwand, es ist ein Brasilianer, es ist ein Innenverteidiger, es ist der Felipe. Ich habe auch geglaubt, das ist kein der. Ja, der hat durch die SPC irgendwas wert, der Trollena. Naja. Ja. Satz mit X, würde ich sagen. Satz mit X. Seltenes Goldberg, würde ich sagen. Leute, komm. Auch zweiter Walkout muss noch sein. Nein, das schaffen wir niemals. Noch ein Walkout schaffe ich nicht. Nein. Jetzt wird es immer schlechter. Der Troll-Walkout ist es. Forstberg. Also ein Team of the Week-Walkout traue ich mir nicht zu. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen. Was hast du denn geschrieben, Richard? Ich hab's nicht gelesen. Ich sehe es nicht angezeigt bei Richard. Wann hast du es geschrieben? Die Chan und Spezies. Servus, Georg. Was ist um 19 Uhr? Ich muss weg. Was ist um 19 Uhr? Ei, das ist schlecht. DJ und Spezies, ja, da haben wir Weekend League gespielt. Aber 100 Carpacks sind doch Mist. In 300 Carpacks, die ich aufgemacht habe, habe ich bis jetzt drinnen gehabt an Schmeichel, an Leno. Das war ziemlich dürres Pack.
Eika wird diskardet, hätte ich nicht sollen. Ja, ich bin um 19 Uhr erstens nicht da nachher. Und ich finde die Packs ganz cool, die 25k-Packs, weil du ja die Items hast und du kriegst halt auch wieder nichts. Es ist allein, es ist ein Team of the Week, schau! RM! Servus Martin, herzlich willkommen, Iceman. Rusnak. Wer war 10k Muffin? Habe ich wen übersehen? Okay, dann hat es auch. Wen habe ich übersehen, Muffin? Habe ich wen übersehen, der was wert war? Ich hab geschaut, ob die was wert haben, die ich discarded habe, oder? Der hat sicher discard, oder? Ja. Nicht ganz. Im Moment haben wir die alle was wert. Ich bin gespannt, ob der SPC kommt. Okay. Ah, komm, Leute. Ah, kein Bock hat. Ja. Savic. Savic können wir eh. Brauchen wir uns nicht fertig anschauen. Ah, das könnte was wert haben, irgendwie. Also, das nicht, das. Das. Ich meine, die sind alle nachher was wert. Bis jetzt haben wir nichts. Also, Matuidi ist natürlich nice. Ja, 50. Aber für das Geld ist es halt nicht so nice. Wie der Kavoka hat. Susa. Ah, na, Samu Castelli. Ah, Bailey, cool. Hat auch nichts mehr. Tottenham Trikot. Ja. Das hat leider nichts. Ja. Okay, hat auch was. Die müssen wir. 83er haben wir im Moment alle irgendwas. Da müssen wir dann schauen. Bis jetzt ist nicht wirklich was dabei gewesen. Ah, guter Big. Ah, gutes Ding, Back noch. Ein Walkout will ich noch, aber es ist wieder keiner. Es hat schon so ganz kurz hell hergeschaut, habe ich mir vorher eingespielt. Okay, Muffin, bis gleich. Und Lenz, herzlich willkommen. Du bist fett und stolz. Gratuliere. Ich würde es dir nicht empfehlen. Okay, der ist auch was wert. Ich tue nochmal rauf. Wie viele Packs haben wir noch offen? Zwei, oder? Ja, also drei. Ja, ich weiß es nicht. Bis jetzt 85, seit wann sind die 85er Walkouts, aber wir nehmen Matuidi. Es schaut immer so hell, es schaut immer so grau aus, ist es aber noch nicht. Es ist kompletter Blank. Eieiei. Ist der was wert? Mexikaner. Das ist was wert. Preisvergleich. Jo, bietet man für 2500 an, solange die SP10 läuft. Tu man drauf. Der kann halt auch was wert sein, weil er in der deutschen Bundesliga ist, ist aber nicht. Den haben wir immer wieder drinnen. Da ist auch nichts wert. Celtic-Trikot ist immer cool. Was hat der, wenn wir einen Preisvergleich machen? Ja, der hat einen Tausender. Machen wir so. Schalke, Tottenham, alles weg. Ja! Nicht überragend, die Bags muss ich sagen. Eins haben wir noch. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Vielleicht haben wir was Cooles drinnen. Nee, auch da nichts. Aber es könnte noch eine Leinwand sein. Es ist keine Leinwand. Ne, wir haben gut angefangen. Jack Quinn könnte auch was wert haben. Bakayoko. Oranje Velodrom, also Nationalstadion wahrscheinlich. Jo. Ja, der hat dies schon fast. Letztes Jahr war der so gut, der Bakayoko, den haben alle geliebt. Heuer ist er nicht mehr so gut. Das letzte Pack können wir uns nicht mit Packs kaufen, sondern wir müssen es mit 25.000 kaufen. Ist ein bisschen Verlust jetzt da natürlich.
Aber wir machen so, es ist kein Walkout, schade, das war die Hoffnung. Ja, komplett blank. Ja, schade. Ja, schade, Leute. Hat sich nicht so ausgezahlt, muss ich sagen. War eher so typisch wieder, typisch mich. Matuidi natürlich nice, aber das ist halt dann auch wieder einer, den wir jetzt eher öfter schon gehabt haben. Das England-Trikot. Das könnte was wert haben, weil es echt cool ausschaut, aber. Tun wir es einmal da rauf, tun wir ihn rauf, tun wir alle zum Verein. Den Rest lassen wir. Naja, das war's von mir da mit dem Backup öffnen. Was sagt's? Jetzt, das sagst du mal jetzt! Jetzt sind wir durch mit dem Back öffnen für den Black Friday, den Jörg. Ja. Aber ja. Was hat denn der Ding wert, der Bailey? Weil die Leute kannst du sicher sein, dass nicht steigen. Wenn sie jetzt mehr aufgemacht werden. Ja, wir haben es probiert. Also die Gier war groß. 1800, komm. Da will ich gar nicht anbieten. Was hat der Forsberg? Schauen wir mal. Das sind 400, das sind 300, den werden wir sicher nicht los, aber wir bieten ihm einfach an und dann, ja. War nicht so cool, gell? Also bist du, Samuel, bist du da? Die 125 K-Bags kosten aber halt eines so viel wie da jetzt der 10 Bags. Mir tut's mehr leid um die 25 K, die ich gerade ausgegeben habe. Okay. Ja, ich mag ihn, ich finde ihn okay, aber ja. Ich bin eigentlich ganz happy mit dem da, was ich hab. Ich meine, der Mertens spielt jetzt eh nur auf der Bank. Die Wechselspieler da, die drei. Ja, Matuidi ist halt schon cool. Aber ja. Aber ja. Seit wann sind 85er Walkouts? Das haben sie nur für den Black Friday gemacht, oder? Wieso sieht man das dann nicht? Ich hätte gerne nochmal die Grafik. Naja. Kane ist stark, ja. Kane ist super. Er hat, glaube ich, jetzt auch in jedem Weekend League-Spiel ein Tor gemacht. Zumindest ist es uns so vorkommen, auch wenn die Statistik das nicht anzeigt. Ja. Das heißt, in Summe habe ich es geschafft, nur 50% Ding zu machen, oder? Naja, du musst alle Objekte zählen und 25 K wieder ausgeben. Ja, es sind keine 100 K, die ich dazu bekommen habe durch die Packs. Schauen wir mal, was heute so passiert. Für mich wird es dann nicht. Also, ich habe gehofft, dass jetzt schon SPCs kommen. Das war nicht der Fall. Naja. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück als ich. Also, Matuidi ist natürlich nett, weil er nicht komplett daneben geschaut hat.